Recording with just one strum on each chord change is done in time as well. So literally just doing... Hey, ich melde mich mal wieder. Ab heute gibt's in den Supermärkten oder halt in den ganzen Lebensmittelgeschäften so eine Vorschrift, dass man nur noch mit Schutzmasken rein darf. Das ist auch wieder so ein Schritt, mit dem hätte ich nie gerechnet. Aber jetzt, wo es da ist, finde ich es eigentlich schon sinnvoll. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich jemals ernsthaft diese Schutzmasken verwenden werde. Ich habe mir die, glaube ich, vor einem Monat oder so mal bestellt für 1 Euro pro Stück oder so. und das sind, die haben einfach so süße Aufdrücke. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich die habe, weil wenn man selber welche hat, dann muss man nicht die vom Geschäft nehmen und dann spart man ein paar Schutzmasken und dann haben vielleicht Leute, die es wirklich brauchen, noch ein paar mehr Schutzmasken übrig. Ich habe mir die halt wirklich nur deshalb bestellt, weil irgendwie so alle von diesem Virus geredet haben und dass es nirgends mehr Schutzmasken gibt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, aber solche Schutzmasken gibt es sicher noch überall zu kaufen. Und so war es auch. Und dann habe ich mir ein paar von denen bestellt, weil wieso nicht? Und hätte halt, wie gesagt, nie damit gerechnet, dass ich die jemals noch ernsthaft verwenden werde. Aber jetzt bin ich irgendwie ganz froh, dass ich mir die damals gekauft habe. Mal schauen, ob sich die Leute brav dran halten. Irgendwie schon voll gespannt, weil man sieht total wenige Menschen immer noch mit Schutzmasken. Es ist ein bisschen mehr geworden in den letzten Tagen, aber es sind immer noch extrem wenige im Vergleich so zu anderen Ländern. Das hier ist, glaube ich, eine Knoblauchsrauke oder so. Ich habe mir das Blatt jetzt mitgenommen, weil ich die dann nachher noch bestimmen wollte. Ja, und das sind die Sachen, die noch für mich angekommen sind. Bei dem hier weiß ich, was es ist. Das ist so ein sehr, sehr altes Buch über Korallen aus 1930, das ich für ein paar Euro auf Willhaben bekommen habe. Und das ist irgendwas an Kleidung. Ich weiß aber nicht was, weil ich habe im Laufe der letzten Monate oder der letzten 2 Monate mehrere Sachen bestellt, die alle noch nicht angekommen sind. Und ja. Ja, ich freue mich.
Das ist so schön. Ich habe, glaube ich, 4 Euro bezahlt und 2 Euro Versand, also ein bisschen über 6 Euro, 6,50 Euro, glaube ich, oder so mit Versand. Und es ist so schön und es ist halt voll billig. Für so ein Buch habe ich zufällig gefunden, während ich eigentlich nach was anderem gesucht habe. Ich weiß, Leute, es ist nicht umweltfreundlich, das zu machen, aber ich wollte die Website unbedingt mal ausprobieren, weil die haben so schöne Bikinis. Das ist von Saful. Ich werde die nachher auch gleich anprobieren und euch zeigen. Das ist ein Bikini und das ist ein, so ein, wie heißen die Dinger? Jumpsuit? Playsuit? Irgendwie so. Und eigentlich habe ich noch 2 weitere Bikinis von denen bestellt gehabt. Die habe ich aber separat bestellt, weil ich den hier nachher erst gesehen habe, nachdem ich die andere Bestellung schon aufgegeben hatte. Und dieses Paket ist jetzt schon viel länger unterwegs, aber das ist halt immer noch nicht bei mir angekommen. Und das heißt, dass ich die jetzt gleich nachher anschreiben werde. Ja, ich hoffe, die Sachen sind mir nicht zu groß. Ich habe die alle in Medium bestellt. Das Teil ist sehr schön, gefällt mir sehr gut, passt mir auch. Ja. Hey! die Pflanze, die ihr gerade gesehen habt, falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, weil die so viele sprechen kann ich auch nicht mehr, weil die so viele Löcher hat. Das ist meine Monstera Andansoni. Ja, ich glaube, so spricht man es aus. Ich schreibe es euch hier hin, falls es euch interessiert. Die habe ich mir gestern zurückgeholt und ich habe gerade so eine Freude mit meinen Pflanzen, dass ich sie jetzt alle wieder hier habe. Ich mache das ja immer so, wenn ich Berufsschule bin, da bin ich ja dann normalerweise nur am Wochenende zu Hause, weil ich ja unten schlafen muss, weil das zu weit wäre, um jeden Tag zu fahren. Und die Pflanzen, die halt oft gegossen werden müssen, die bringe ich in dieser Zeit, halt in diesen 2,5 Monaten immer zu meiner Mama und die hat dann halt ein paar Pflegekinder. Und diese Andansoni, das war eben, die hatte ich mir noch neu gekauft. Ich glaube, ganz, ganz kurz das Wochenende vor der Berufsschule oder so. Und hatte sie dann halt schon weggeben müssen, weil ich sie ja selber nicht gießen kann. Und die habe ich mir, beziehungsweise wir haben die gestern jetzt zurückgeholt und meine ganzen anderen Pflanzen auch. Also auch die Fleischfressenden, weil die brauchen ja auch ziemlich viel Wasser. Und meinen Goldtüpfelfarn heißt der, glaube ich. Ja, und ich habe gerade so eine Freude, dass ich meine Pflanzen wieder hier habe.